Was geht heute? Neue Episode. Heute reagieren wir auf die Schuhe, sind heftig. Dieses Video kommt von meinem Kanal. Ihr könnt jetzt zwar nichts hören, da kann ich einmal das hier raussteppen. Und da habt ihr meine Stimme gehört. Also es ist jetzt kein anderer Kanal, das bin ich. An das Video könnt ihr euch bestimmt noch erinnern. Ich höre das jetzt hier. Das tut mir sehr leid. Ich werde das gleich noch umändern. Und zwar habe ich da ja die Sonnengott Boots gemacht. Mit den Effekten und alles. Und zwar werden wir heute diese Schuhe nochmal machen, ne? Nur auf meinem neuen Rechner. Wir werden aber natürlich auch den alten Rechner benutzen, ne? Und da auch mal was gucken. Ich habe den jetzt gerade schon hochgefahren. Deswegen muss ich mir gerade das nochmal gleich installieren, weil ich es für erste Mal runtergenommen habe. Weil diese Mod wirklich sehr, 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 sehr groß ist. Also da hast du richtig viel dazu. Hier habe ich sie schon, ne? Ich muss hier, also ich habe sie installiert. Installiert ist sie. Jetzt muss ich sie nur noch herunterladen. Und dann können wir die eigentlich schon spielen. Wir müssen noch alles vorbereiten. Dann werden wir mit Ultra den OP-Stuff Minecraft spielen und gucken, ob wir uns die erarbeiten. Und zwar musste man sich die ja craften. Nur ich bin beigegangen, hab mir die aus dem Inventar im Creative Mode geholt und hab... Oh! Sag nicht, dass es die 1.17-Version gibt. Mein Gott, egal. Also man muss sie craften. Ich habe sie mir jetzt einfach im Game-Mode geholt. Also im Kreativmodus. Und dann muss ich mir jetzt halt immer Items besorgen. Dann denke ich einfach an irgendeine Sache, eine seltene. Und die müssen wir dann besorgen. Vielleicht haben wir die schon, wissen wir nicht. Auch vielleicht kann es auch was sehr, 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 sehr Seltenes sein. Vielleicht... Netherstar-Block oder sowas. Ich weiß nicht genau. Wir werden aber mal gucken. Und also ich habe for real keine Ahnung, ob es ein Update gibt. Ihr seht, Mod-Installer ist am Start. Wir werden mal gucken. Nein. Moin, Leute. Da bin ich. Es wird auf jeden Fall kein Update geben. Also Mod-Installer ist natürlich am Start. Deswegen würde ich sagen, Play! Jetzt sind wir hier am Start, schließen Safari und starten Minecrafter. Oh mein Gott, geht das schnell bei dem. Ja, mal gucken, ob wir jetzt den anderen einholen werden. Ich habe keine Ahnung. Ihr werdet jetzt bestimmt viel Computersounds im Hintergrund hören. Das sind beide. Okay, jetzt ist es ein bisschen leiser. Geht natürlich auch. Nein, es gibt leider keine neue Version. Hier... Habe ich das jetzt? 1.16. Und jetzt... Nee, wo war das denn nochmal? Modificated. Ist das sie? Keine Ahnung, wir drücken einfach mal auf Start. So, okay. Also er baut jetzt auf. Und der ist immer noch dabei, der eine. Also es dauert auch schon ein bisschen lange. Vielleicht wäre das ein etwas längeres Video. Ich weiß nicht genau. Wir werden jetzt mal gucken. Er hat die 1.16.5 aufgebaut. What? Es hat schon funktioniert. Diese Welt, FDADA 1124, mit der hatte ich gestern auf meinem anderen Rechner mit den Mods gespielt. Das heißt, wir müssten diese Mod jetzt haben. Es wird, keine Ahnung warum, es wird einfach nicht angezeigt. Aber diese Mod müsste jetzt da sein. Wir sind jetzt mit den beiden gleich eingeloggt, mit diesem einen Coderberg, wo wir es umprogrammiert haben. Wurde installiert. Hintergrund baut der das doch auf, oder? Warte mal. Motorsport. Achso, na logisch, er ist ja schon fertig. Deswegen funktioniert das alles. Also, wir müssen die Mod jetzt haben. Ja, es hat sich viel... Ich bin im Survival-Mod. Also, ja, klar. Es hat sich viel verändert. Und zwar haben wir coole Häuser dazu gebaut. Ich muss das jetzt alles erstmal vorbereiten, ne? Bis gleich. Sollte, ich habe jetzt alles vorbereitet. Da hinten habe ich die Kisten hingepackt. Zuerst, ich musste all unsere Dorfbewohner auf maximales Level killen.
hier die ganze Scheune abbauen. Ich musste alle Mobs killen, weil ich einen Befehl genommen hatte, womit das Spiel gecrashed ist. Also ich musste das tun, sonst hätten wir diese Welt nie wieder spielen können. Und in dieser Welt stecken jetzt 85 Minecraft-Tage drin. Also über locker über 25 Stunden, ne? Wir gehen jetzt mal zu der Kiste. Ich habe Angst, dass ich die falsche Kiste öffne. Also hier ist gar nichts drin. Hier packen wir jetzt unseren Loot rein, weil wir dürfen natürlich unseren Loot nicht benutzen, ne? Sonst wäre es ja eigentlich ein bisschen unfair. Das Einzige, was wir behalten dürfen, ist Essen. Aber sonst gar nichts. Also es hat sich sehr viel verändert. Hier müssen wir es gleich alles craften. Also es ist schon... ich dachte mit craften. Ja, nee, ich hab's ja schon. Ich hab mir dazu gesagt, also ich habe, wie ihr seht, Sonnengottrüstung erkennt die auf jeden Fall. Die Wither Skull Rüstung erkennt die auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir ein Update ausgesucht. Und zwar dachte ich mir, Sonnengott, Wither Skull Rüstung, der Ultimate Rüstung, gab's ja alles schon. Fire Water Rüstung gab's ja auch alles schon. Und ich dachte mir, kann man nicht vielleicht irgendeinen Minecraft-Effekt als Rüstung benutzen? Also jetzt der Minecraft-Effekt namens Island, die Hast-Rüstung, die Haste-Rüstung. Also wir haben jetzt die Sonnengott-Boots. Da! Warum ist da keine Nummer? Keine Ahnung. Also wir haben hier auf jeden Fall, die Schwerter gehören nicht dazu. Ich habe mir die jetzt einfach mal dazu gepackt. Die Wither-Rüstung, der Wither-Skull und die Innerkristalle brauchen wir auf jeden Fall. Das erste Item. Ich gehe nach. So. Minecraft-Item. Item-Liste. Dieser Link. Hier. Okay, jetzt werden da alle angezeigt. Ich nehme jetzt mal eins von 50 bis 100. Okay, ich habe jetzt hier ein paar. Ich nehme jetzt aber mal random Zahl. Wir haben jetzt... What the... Hey, das ist ja ultra billig. Okay, wir haben jetzt Akazienlaub. What? Akazienlaub? Wo sollen wir das herholen? Nee, weil das sind doch Akazien. Wo ist denn nochmal Akazienholz? Wo sind unsere Boote? Ach so, ja. Vermutlich lieber unseren Stuff behalten. Ja, für Akazienlaub. Wo soll ich das denn herholen? Das ist doch mitten in der Savanne. Ich glaube wirklich, Akazienlaub ist doch in der Savanne. Oder? Ich glaube, ja. Und Leute, ich habe ein bisschen mein Skill gelevelt. Also ich bin jetzt ein bisschen schneller geworden. In Minecraft. Minecraft. Ich habe ein bisschen gespielt und alles Mögliche. Die Lytra kommt dahin. So. Das Coole ist, habe ich euch, glaube ich, noch nicht erzählt, wir haben jetzt den Fortschritt Angst und Schrecken. Ne? Ein weiterer cooler Fortschritt. Wir brauchen jetzt noch Rocket, also Pfeile. Und dann, für welche Rüstung holen wir jetzt eigentlich das Akazienlaub? Ich würde sagen... Okay, hier ist kein Bild mehr dran. Wo waren denn jetzt Rockets? Hier sind ein paar. Okay. 64, ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Okay. Das ist doch Akazienlaub, oder? Bumm!
Akazienlaub. Wir brauchen eine Schere. Ey, nee, kann doch nicht sein. Wo sollen wir jetzt eine Schere haben? Dann würde ich sagen, mein... Und das hier ist jetzt... Hä? Creeper. Ist auf jeden Fall mega schlau. Ah, okay. Wir bauen jetzt Akazienlaub ab. Und wir haben die Waterrüstung. Bitte. Akazienlaub. Boom, 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 boom. Wir haben Akazienlaub. Nein. Ich bin jetzt auf der Starterinsel, also wo wir gespawnt sind. Ich habe mir auf dem Weg noch ein paar Raketen gecraftet. Nur ich habe keine Ahnung, welche Richtung wir müssen. Die? Ich glaube, die ist richtig. Let's go! Ab in die Richtung. Ich hoffe, wir kommen an. Ah, müssen wir eigentlich abgeben. Ich meinte... Dann fliegen wir mal. Minus 900, minus 30 ist die Best, glaube ich. Weiß ich nicht, wir sind jetzt schon 11 Minuten dabei und wir haben gerade die erste Rüstung. Also ich glaube, wir müssen da 3 Parts machen oder so. Okay, wir sind schon da. Nice. So. Die sind eigentlich ganz schön schnell. Boom. Akazienlaub. Abgeben die Putze. Boom. Und wir haben die Waterrüstung. Brauchen wir, also das zusätzliche Schwert, eigentlich ist das Schwert eigentlich voll egal. Wir haben die Waterrüstung. Wir ziehen unsere Netherite-Rüstung aus. Wir ziehen die Waterrüstung an. Und boom! Full Water. Wir haben Effekte. Water Breathing, also Unterwasseratem. Stärke, Regeneration, extra Herzen und Eile. Wir sehen das unten schon, ne? Die Waterrüstung. Was war das? Alter! Jetzt greifen mich noch solche blöden Phantoms an. Oh, Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Nee, ich gehe jetzt in den Game-Mode. Mann. So, haben wir mal überlegt. Also, testen das direkt mal. Boah, also, wir haben jetzt Water, Rüstung. Okay, wir gehen unter Wasser. Und wir können unter Wasser atmen. Killen wir einen Octopus One-Hit? One-Hit, oh mein Gott. Water-Rüstung. Ist nice. Geht noch besser. Wir haben die Water-Rüstung. Wir werden heute Water and Fire uns erspielen. Ich bin schon gespannt auf die Wither-Rüstung. Echt gespannt bin ich darauf. Come on. Come on. Bis wir einmal ganz hier rum, ey. Kann doch nicht sein. Jump. Mit der Sonnengottrüstung haben wir safe jeden Effekt, den es in Minecraft gibt. Also jeden positiven. Oder wir machen das so, dass wir uns jede Episode, also das sieht aus wie Shade, oder jede Episode uns eine Sache holen. Ich würde sagen, wir schalten jetzt rüber zu Minecraft Mod Survival. Okay. Was ist das hier? Ach so. Okay, wir sind jetzt drinnen. Also, die erste Sache ist, dass wir überhaupt so richtig coole Kühe haben. Ja, ich habe ein Skin. Keine Ahnung, warum ich den habe. Da oben ist direkt das... Und hier ist direkt ein Bossmonster, oder? Water Dragon, direkt ein Bossmonster. Ciao. Wir gucken gleich ins Inventar. Erstmal will ich gucken, was das davon ist. Ihr kennt das sicher alle. Waffen. Wir haben ultra die krassen Waffen. Ich würde sagen, Ultimate. Das ist die originale Mod. Also das ist die originale Mod mit Ultimate. Der Ultimate-Rüstung, die Sonnengott-Rüstung, die was weiß ich. Das ist die originale Mod. Ich habe nur keine Ahnung, wo gerade das Sonnengott-Schwert ist. Das ist die Royality-Rüstung. The Ultimate. Keine Ahnung, ist sie auch woanders? Also das hier ist die originale Mod. Wir haben hier eine... Special, also noch mehr dazu. Und dieses nice Sword. Nice. Emerald-Äpfel, die uns Regeneration geben. Foodless. Mega nice viel Essen.
Also ganz schön cool. Wir haben Weapon Cases, wir haben Special Rüstung, wir haben alles. Es gab ein Update. Und zwar ist jetzt die Ultimate Rüstung, also jede Rüstung ist einfach viel besser geworden. Wir können uns eben mal das Ultimate Sword. Ist es das hier? Keine Ahnung. Ich glaube, das Amethyst Sword ist das Ultimate Sword. Also, nee, aber es gibt doch Save the Ultimate Sword. Ja, der Ultimate Sword. 40 Damage. Hä? Oh mein Gott, der Ultimate Bogen. Pickaxe. X. Okay, mal gucken. Was macht der Bogen? Das ist der Spam-Bogen. Das ist der Spam-Bogen. Okay, wir testen. Wir testen jetzt erstmal 46 Damage. Gegen irgend so ein Ding hier. Unbesiegbar. Oh mein Gott. Nee, das. Okay, Kühe. Goldäpfel, oh mein Gott. Schreibt mal unter Diskussionen, ne? Ob wir mal Minecraft Mod Survival weiterspielen wollen. Das hatten wir ja mal, glaube ich, gemacht. Weil eins von zwei oder so von Minecraft Mod Survival. Und dann halt uns vorher eine volle Ultimate Rüstung geben oder einfach von ganz alleine anfangen und alles erarbeiten müssen. Ne? Könnt ihr mal unter Diskussion schreiben, ob wir das machen wollen. Und dann natürlich müssen wir uns auch noch unter der anderen Minecraft Mod irgendwie was schreiben. Oh mein Gott. Alter, lass gegen irgendwas von denen kämpfen. Criminal? Oh nein! Der Criminal ist das heftigste Boss, den es gibt. Und zwar klaut der ein die Rüstung. Nur wir sind halt viel zu OP für den Typen. Wie viele Herzen hat der noch? Oh mein Gott! Ein paar Schüsse. Hä, der klaut uns ja gar nicht. Der hat uns einfach den Helm geklaut! Oh mein Gott! Aber dafür hat er die richtig krasse Rüstung uns wieder getrappt. Also Banker, du hast keine Chance hier. Und schon wieder was geklaut. Stirb. Los, komm her. Los. Zeig dich deine Gegner. Und wir haben alles wieder. Also Banker hat keine Chance gegen uns. Wir kämpfen jetzt mal gegen irgendeinen anderen Mob. Wie wär's? Also irgendein Bossmonster. Ender Knight. Der ist safe schwach. Okay. Und, oh, da war's. Ich hab's genau gesehen. Hier. Spider Robot Kid und Red and Robot Kid. Wir kämpfen jetzt gegen den beiden. Holy damn, man! Gott, hat der Bogen da gewählt. Da brauchen wir auf jeden Fall ein besseres Schwert für. Oh mein Gott, ist das. Was hakt? Stillstand. Wir ziehen den Typen ja gar nichts ab. Wir brauchen da auf jeden Fall das Adminium Arc Sword mit 100.000 Damage. Ja, jetzt haben wir ihn easy gekillt mit dem 100.000 Damage Sword. Red and Robot Kid. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Viech? Boom, boom, boom. Gewonnen. 41 Erfahrung haben wir so durch drei Mobs gemacht. Ich glaube, ihr habt die ganze Zeit gar nichts erkannt. Ich glaube, ihr habt die ganze Zeit meine blöde Deckenlampe gesehen. Oh mein Gott, wie lost. Oh mein Gott, man sieht hier meine Hand. Das ist ja abnormal lost. Okay, Leute, ich glaube, das war das losteste Video ever. Man hat die ganze Zeit meine Deckenlampe gesehen. Und vielleicht auch mein Gesicht. Ja.
Ich habe hier halt kein, also ein Stativ habe ich nur hier für diesen Rechner. Aber für den anderen Rechner muss ich halt so Pappe nehmen, weil dieser Rechnerbildschirm direkt vor so einem Fenster steht, wo jeden Tag so Sonne reinleuchtet. Deswegen ist das auch alles so grell. Oh, sorry, ich würde sagen, ciao.